Na, wieder was zu unserer kristallalauen Autobatterie. Die habe ich jetzt nochmal geöffnet. Habe die Platten richtig rum eingelegt. Wo ich sie das letzte Mal zusammengebaut habe, habe ich da ja versehen 180 Grad verdreht eingebaut. Also die Platten sind nicht bis ganz runter gegangen. Die haben hier oben auf diesem Steg aufgesessen. Und die Flüssigkeit ist dann immer schön von Zelle zu Zelle und hat dann am Ende gar nicht mehr so richtig funktioniert. Nachdem ich die aufgemacht habe, habe ich unten drin, nämlich hier unten drin, einen Haufen Kristalle gefunden. Das waren die hier gewesen. Die habe ich dann rausgeklopft und diese Flüssigkeit, die hier drin gewesen ist, ne? Also dieses destillierte Wasser mit dem gelösten restlichen Salz, habe ich nicht weggekippt, sondern habe es aufgehoben, zwischengelagert und habe die Brühe dann wieder hier reingekippt. Ja, und das Teil hängt jetzt seit 3 Tagen am Ladegerät. Jetzt endlich ist es mal hier unter 400 mA gefallen. Die ganze Zeit war es so zwischen 400 und 500 mA. Wenn ich hier auf 13,5 Volt oder 13 Volt eingestellt habe. Ziemlich untypisch. Die meisten anderen Batterien, da geht dann das Ampermeter so richtig nach oben, so richtig gegen 1 Ampere. Aber hier, die hat sich komplett anders verhalten. Und wie gesagt, 3 Tage durchgängig jetzt, 3x24 sind schon ganz schön viele Stunden, 76, ne? 76 Stunden am Ladegerät bei 400 mA. Ja, da müsste ganz schön Saft jetzt drin sein. Ah ja, und hier kommen die Kristalle oben wieder raus. Das ist jetzt schon der 4. Tag. Die Kristalle hier drauf werden immer größer und größer. Und nach wie vor zieht er wunderbar knapp über 400 mA. Ich habe es hier nochmal ein bisschen auf 13,5 Volt hochgeregelt. Schaut, und wenn man ausschaltet, sinkt sie auf 12,5, 12,6 ungefähr, schätze ich mal. Also es geht wirklich was rein in die Batterie. Es ist nicht so, dass da einfach nur das Ding jetzt als Wasserstoffzelle funktioniert. Schätze ich jedenfalls mal, ne? Ich will es so lange dran lassen, bis das hier auf unter 200 mA fällt bei der Voltzahl. Das ist Ziel. Ja, mal gucken, ob ich vorher schwarz werde. Hier mache ich jetzt noch ein kleines Update. Ja, draußen scheint jetzt die Sonne richtig schön. An der Batterie hängt jetzt dieses Solarpanel hier, hat 10 Watt. Und die zwei hier drüben, die haben 5 Watt. Und bei 12, 25 habe ich gestartet. Und es geht jetzt ratzfatz nach oben. Kann man zugucken. Es geht immer weiter. Das ist ja zu. So sieht das Schöne aus. Ne? Ja. Ja, und hier an der Klemme. Ich glaube, da muss ich mir das nächste Mal irgendeine Klemme aus Volledelstahl raussuchen. Aber dieses verchromte Blechzeug. Chrom wird gelb. So viel haben wir mittlerweile gelernt. Wenn es mit irgendwas reagiert. Also zumindest mit dem Salzzeugs da. Ne? Ja, und das andere, das Gegenpartzeugs dazu hier, das ist, hat ungefähr so eine Konsistenz wie, ja, wie kann man es ausdrücken? Ja, zerlaufende Marshmallows, ne? So ungefähr. Das ist so grünlich. Ja, ist schon bei 13,12. Naja. Geht schon. So, wollen wir nach den paar Minuten mal schauen, wohin so runterfällt, wenn wir hier die Solarpanel ausschalten. Solarpanel ist weg. So schnell fällt es ja gar nicht zurück. Also bei 12, 20, 12, 26 sind wir großzügig, sind wir gestartet. Ne? Mal gucken, wohin es fällt. So in 5 Minuten gucke ich nochmal drauf. Ja.
Ja, jetzt haben wir es ungefähr 5 Minuten später. Hat sich auf 12,7 eingependelt. Ja, und jetzt schalten wir nochmal unsere 4 Watt Last dazu. Ne? Hier oben diese LED-Lampe, also die da drin. Ne? Und halt, jetzt habe ich hier gewackelt. Gut, 12,69. Und schalte ein. So. Sie läuft. Mhm. Jawohl, die ist an. Zieht 4 Watt. Ja, ordentlich Leistung reingegangen. Mhm. Geht. Und weg ist es wieder mal. Da ist nichts mehr von dran an der Schnauze, ne? Alles weg. So schaut die Batterie jetzt aus. Hier ist überall Kristall drauf gewachsen. Hm, kann ich dann wieder abernten. Alles voll Kristall hier, jawohl. Voll oben rausgequartert. Dann mit der Zeit. Aber hier, was hat es hier aufgelöst? Das Zeug ist irgendwie. Muss man Kristall irgendwie abschmieren vom. Das hier ist irgendwie wie. Voll schmierig. Schmierig und gelartig. Ja, was hat es mir hier eigentlich zersetzt? Was ist das für ein Zeug hier? Ach. Wie türkisgrün schaut es aus. Türkis und hier ist ein bisschen blau. Ja, blau, das sieht aus dann wie Kupfer, ne? Irgendwas dann mit Kupfer dran. Na gut, Messing hatte ich dran gehabt. Da ist hier ein bisschen Kupfer mit drin, ne? Aber hier dieses Grüne. Ah, die Schraube ist also, die Schraube ist noch da. Hier ist noch fest. Ha, sehr schön. Ne, fein. Das ist der Pol. Das ist der Pol wieder freigelegt. Ah, die Kristalle. Echt eine Pracht. Jetzt haben wir uns doch mal einen Laderegler mit dran gebaut, ne? Also die Batterie bei 17 Volt, dann haben wir es nicht ganz so lustig, finde ich. Ja, wir haben sie schon ganz schön leer gezutscht die letzten Tage. Ne? Jetzt mal gerade mal wieder einen Tag wieder mit. Ich glaube, jetzt habe ich. Ja, das Solarpanel ist jetzt hier vorn dran. Ne? Das ist ein 20 Watt und hat Ostausrichtung, ne? Da vorne, das ist Richtung Osten. Also ist nur vormittags ein bisschen direkte Sonne drauf. Und jetzt schon wieder bei 12,001 Volt, ne? So ungefähr. Ja, aber richtig Leistung haben wir trotzdem drin, ne? Wir könnten jetzt unsere. Lampe anschalten hier hinten, ne? 4 Watt. Und beobachten, dass es gar nicht mal so schnell so sehr sinkt. Und dann könnten wir auch noch unseren Laptop damit betreiben. Dann haben wir hier so einen 12 Volt auf bis zu 24 Volt Step-Up-Konverter. So, schalten wir den mal ein. Rennt. So, der rennt. Ja, Lämpchen leuchtet. Runde auf 11,95. So, jetzt tun wir mal die Last einschalten. Laptop. Mhm. Läuft. Und bleibt konstant bei 11,80. Mhm. Fährt hoch. So. Ja, und dann, so wie das hier sinkt, schätze ich mal, dass er ungefähr so bei 10 Volt dann ausschalten wird. Also haben wir noch 1,7 Volt, bis es runterfallen kann. Ne? Müsste ich mal beobachten. Aber erfahrungsgemäß müsste ich jetzt mit dem Saft, der hier noch drin ist, ne, 3-4 Stunden hinkommen. Ja, so waren meine bisherigen Erfahrungen gewesen. Sogar noch länger. Ne? Sogar noch länger. Bis
Ganz runter habe ich da noch nie fahren lassen. Aber ja. Ja, hier ist mal ein kleiner Überblick drüber. Das ist die neueste Kristall-Alone-Batterie. Da ist die Mischung gar nicht so 1 zu 1 gewesen. Ich glaube, 1 zu 3 oder sowas war das gewesen. Und wir haben jetzt schon, hier seht ihr, 17,8 Ampere-Stunden rausgezogen. Wir sind jetzt bei 7,9 Volt. 1,2 Ampere zieht das Lämpchen noch. Tja, und ich filme es jetzt, weil unterhalb von 7 Volt schaltet der hier aus. Mal gucken, ob wir es dann mitkriegen. Aber 17 Ampere-Stunden bis jetzt ist schon ordentlich, ne? Für so eine, wie viel hat es eigentlich? 35 Ampere-Stunden, ne? Kann sich schon sehen lassen. Ja, und ihr wisst ja, unterhalb von 11 oder 10 Volt ist hier immer noch richtig Leistung drin, ne?